Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Akane de Kunoichi, oder wie auch immer man das aussprechen mag. Ja, ich habe mal Lust auf ein anderes Spiel, ich habe es geschenkt bekommen und da sage ich nochmal danke. Ja, und ich würde sagen, machen wir einfach mal los. Press a button to start. Ich habe noch nichts gemacht außer Millionen von Aufnahmetests. Das will ich eben mal vorneweg sagen, ja? Ich habe mich übelst gefreut, dieses Spiel aufnehmen zu können und so. Hatte da jetzt auch richtig Lust drauf. Habe jetzt aber bestimmt noch Stunde rumgefuckelt, um zu merken, dass ich den Audio hier manuell nicht leiser kriege, meine Stimme allerdings auch nicht lauter und Flaps das überhaupt nicht mag. Jetzt muss ich mit, was ich immer gehasst habe, mit zwei Programmen hantieren, um es aufzunehmen. Das muss ich jetzt leider machen. Deswegen, falls die ersten Videos davon ein bisschen, wie soll ich sagen, asynchron vielleicht, um ein paar Sekündchen, Millisekündchen eigentlich eher. Ich werde da auch sehr viel Arbeit reinstecken müssen. Bitte entschuldigt das, weil ich bin es einfach nicht gewohnt, mit zwei Programmen aufzunehmen und dann auf beide zu achten, dass auch beide laufen und dass beides synchron ist und alles. Ja, nur damit ihr das wisst, bitte seht es mir danach, ja? So, das dazu. Ja, neues Projekt, wie gesagt, es ist für mich blind. Ich hab's noch nirgendwo videomäßig jetzt angeguckt oder reingeschaut habe ich auch noch nicht. Ich war immer nur bis hier, bis zu diesem Bildschirm und nie weiter. Deswegen könnte das ziemlich lustig werden. So, meine provisorische Kippe an und ich würde sagen, legen wir mal los. Ach so, was ich gerade sehe, dieses K ist gleich okay, der übernimmt die Tasten vom Gamepad nicht, obwohl ich mit dem Gamepad gerade spiele und ich könnte gerade nicht mit Tastatur spielen. Keine Ahnung, was das soll, aber ich glaube, damit werden wir auch schon klarkommen, nicht wahr? Also, los geht's! Ist ein Plattformer, habe ich ja auch in diesem Bild geschrieben. Keine Ahnung, um was es hier wirklich geht, deswegen einfach mal reingucken, weil hüpfende Titten sind immer geil. Und ich finde die Grafik so süß. Okay, die stalken. Oha, und der ist übelst verliebt. Oh nein, das sind wir. Oh nein. Ich bin schneller. Oh, was ist da los? Die hat ihre Hand gehoben. Ah, ich wurde angegriffen. Ich falle um. Was ist das für ein Intro? What the fuck? Die klauen mein Typi. Thank you for watching. Oh cool, ich habe eine Errungenschaft, weil ich das Intro angeguckt habe. Ey, das war geil. Das gucke ich mir immer wieder gerne an. Akamatsu Plains. Akt 1 und das ist auf Zeit. Hups. Cool. Ich kann komischen Kram. Das ist toll, dass man hier ohne irgendwelche Charming, Lost, Kimio, No. Das war, au, hier ohne irgendwelche Steuerungsanweisungen reingeschmissen wird einfach. Dann. Ich weiß nicht, ob ich nach oben oder nach unten muss, deswegen einfach mal nach unten und gucken, was passiert. Hallo? Bist du gerade hinter mir gespawnt oder was? Huch! Bist du böse, Hund? Keine Ahnung, auf jeden Fall will ich es nicht ausprobieren, um herauszufinden, dass er böse ist. Ey, die kann Wandsprung. Ist ja geil. Das, ey, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid. Das ist einfach so. Huch, cool, ich habe eine neue Attacke gekriegt. Es ist hier so. Wow! Einfach ins Spiel gestartet, ohne irgendwelche, außer dieses komische Intro, ohne irgendwelche Sachen, die mir gesagt wurden. Boah, ich mach mal eben Pause. Entschuldigung. Wow.
Okay, oben links sehen wir die Herzen, ist klar. So oft darf ich getroffen werden. So, oben rechts sammeln wir komische Kimonos. Habe ich verstanden, ist okay. Oben in der Mitte ist die Zeit, wie viel wir noch haben, um das Level zu beenden. Ist klar. Aber was ist das da unten links? Einmal ein Seidentuch und ich habe keine Ahnung was? Und das sind wahrscheinlich alles meine Waffen-Upgrades oder sowas. Ich bin gerade gar nicht hinterhergekommen. Der hat mich einfach ins Spiel geschmissen. Keine Ahnung. Sorry, ich mache jetzt weiter. Das ist bestimmt noch lustig. Hallo? Nein, nicht Wandsprung. Das ist aber ein bisschen doof, dass sie sich einfach an die Wand hängt, wenn man das gar nicht möchte. Also, noch mehr Seide. Seide ist wahrscheinlich immer cool. Da können wir uns unsere eigenen Kimonos mitmachen, vielleicht. Habe ich es geschafft? Oh, Wirbelzwirbel. Wirbelzwirbel, Wirbelzwirbel. Was steht da? Level completed. Heißt das jetzt, dass ich es auf 100% completed habe? Muss ich was drücken? Nein, muss ich nicht. Okay. Scheint, als hätten wir es komplett. Okay, wenn das echt nur... Entschuldigung. Dann könnte das Spiel aber ziemlich schnell vorbei sein. Ich mach einfach mal weiter. Geht schon immer. Irgendwie wird das schon cool werden. Ich vertraue da. Geh wieder hoch, Tante. Nein! Ja, jetzt seht ihr schon, was ich meinte mit, ich bin nicht so gut im Wandsprung. Ey, wir haben neue Waffen gekriegt. Und noch mehr. Ja, jetzt können wir nämlich mehr werfen. Okay, das habe ich jetzt auch schon verstanden. Okay, und Fallschaden kriegen wir nicht. Ich weiß nicht, soll ich nach unten? Nein! Da oben war ein Kimono. Nein! Komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Kann die auch irgendwie... Toll, ich habe gerade ausprobiert, ob man irgendwie... Oh nein! Cool! Ich habe nur gerade ausprobiert, ob man irgendwie... Nein, kann man nicht. Okay, ob man irgendwie schneller laufen kann. Ich mache jetzt aber direkt mal Resümee, weil ich den ersten Kimono verpasst habe. Obwohl, Resümee, nein. Exit? Ah, Exit war es. So. Akamatsu Plains. So. Weil ich ja direkt jetzt verkackt habe. Weil ich schlau wie stumpf einfach mal nicht da hochgesprungen bin. Wir wissen es jetzt besser. Also ab mit uns. Ah, dieses Spiel, ey. Ist voll cool. So. Diesmal bitte da drauf. Danke. Ich möchte mein Kimono. Ich werf meine Sachen. Yeah, yeah, yeah. Warum haben die alle immer solche Riesenbrüste? Sterbt alle. Weil ich Riesenbrüste hab. Sterbt. Scrolling-Level. Ist das dein Ernst? Gibt's hier auch sowas wie Geheimwände oder sowas? Ich hoffe mal nicht. Also die Orangen schießen mich auch an. Das habe ich jetzt auch schon verstanden. Boah, dieses Spiel, es schmeißt mich einfach ins Level rein und ich weiß gar nichts. Hund, kläff nicht. Du wirfst deine Mütze. Hut, Ding, irgendwas, du wirfst, ist mir egal. So. Ah, wusste ich doch, der Hund tut uns auch weh. War ja sowas von klar. Hier war nichts, so eine Gemeinheit. Oh Mann, dieses Spiel lässt mir keine Zeit zum Reden oder sonst was. Auf jeden Fall ist da oben ist unser Kimono. Gib mir Kimono. Ja, Kimono. Yeah. Oh, ich hab... Hey, was soll das denn? Wie soll ich denn da drankommen? Ach, ich kann die auch töten. Mein erster Tod. Game over. Dieses Spiel ist so gemein. Kriegt man hier... Man kriegt hier ja noch nicht mal Checkpoints. Oh, Spiel, please. Ich habe einen neuen Gegenstand im Inventar. Ist ja toll.
backe ich mir jetzt einen Keks von oder so. Also merken wir, bei den Hunden nicht zwangsläufig diese Dinge einsammeln wollen. Das kann dich auch töten. Alles klar, weiter geht's. Stirb. Hep, stirb. Ich verstehe nicht, warum die nicht schneller rennen kann. Ich dachte, die wäre so ein Ninja oder sowas. Dann rennt die wie so eine alte Dame, ey. Warum verschwindet das eigentlich auf einmal? Wo bin ich denn hier? Ich dachte, das wäre eine ganz normale Ninja-Welt halt. Mit schönen Kirschblüten, Bäumen und sowas. Und Kunais. Oder wie haben wir diese Dinger hier heißen. Aber nein, es ist wieder so eine Magical World, wo alles passieren kann, was du auch nur denken kannst. Oh. Das Spiel macht mich irgendwie Matsche im Kopf, glaube ich. Vielleicht auch nur, weil ich nicht so wirklich viel Zeit habe, um zu reden oder sowas. Kann ich das auch im Sprung? Ja, kann ich. Hep, hep. So. Aber dieses komische Rundum-Ding, was wir da haben, ist ein bisschen blöd. Nein! Oh! Ich bin schon wieder tot! Noch regt mich das Spiel nicht auf. Noch ist es wahrscheinlich die Steuerung, auf die ich nicht klarkomme. Und das Aussehen dieses komischen Weibes. Ich meine, die sieht doch echt komisch aus. Und was hat die eigentlich an? Soll das ein Cape da hinten sein? Das sieht aus wie, wie so ein dickes, fettes Breitschwert. Was auch immer. So. Und coolerweise hat sie auch unendlich Kunais dabei. Ich meine, wo holt ihr die alle her? Wahrscheinlich aus ihrem Ausschnitt oder was, so groß wie der ist. Boah, nee, ey. Oh, dieses Spiel wird mich wahrscheinlich noch öfters zum Ragen bringen, als ich denke. Okay, aber unsere Aufgabe ist es ja eigentlich nur, unsere drei Kimonos zu finden. Deswegen denke ich mal, ist das, was in diesen Item-Dingern, Kätzchen, Köpfen drin ist, nicht das Wichtigste. Ich hoffe einfach, das stimmt jetzt einfach mal, was ich hier gesagt habe. Ich rate ja auch nur drauf los. Wie gesagt, das ist blind, kein Plan. Und für den ersten Part von diesem Spiel geht ja schon höllisch viel ab und ich habe schon jetzt echt kein Plan mehr, ob ich dieses Spiel mag oder nicht. Aber es sieht schon irgendwie cool aus, muss ich ja sagen. Das Power-Up nehmen wir mit. Einfach nur, weil es da jetzt passend lag und ich jetzt nicht an den Hund musste. Da ist nichts drin, das heißt, da müssen wir nicht rüberspringen. Okay. Und da ist unser dritter Kimono. Das heißt, ich muss danach eigentlich nur noch durch das Level kommen, wenn ich das jetzt so recht verstanden habe, dass das alles ist, was man hier machen muss. Ich hoffe, dass es so ist. Nicht, dass ich jetzt komplett falsch liege hier. Ich will mein Special-Ding machen. So. Seide. Ah, nee. Ich weiß nicht, wofür die Seide ist, deswegen lieber jetzt gerade mal nicht. Okay, wenn er den Hut wirft und ich ihn töte, fliegt der Hut einfach weiter. I mean, obvious, ne? Hätte ich beinahe nicht aufgepasst und wäre abgeschossen worden. Ich finde die Grafik cool, dieses Anime-Comic-Art-Ding. Das finde ich voll hübsch. Mann! So. Wahrscheinlich muss ich hier rechts. Untouchable, complete a level without getting hit. Yay! Yeah. Okay, dieses Spiel ist kinda strange, aber es macht Spaß. Auch wenn ich gerade nicht wirklich so besonders viel sagen kann, auch wenn ich jetzt gerade die ganze Zeit am Labern bin, aber das Spiel macht mich einfach so, zack, du bist drin, zack, du musst spielen, zack, du hast keine Zeit. Ist schon geil. Und was ist das? Soll das jetzt ein Extra-Level sein oder sowas? Ich meine, wie kann ich denn nach oben werfen? Was? Run! Verarschen? Ich kann nicht richtig rennen. Okay. Ich glaube, das hält mich nur auf. Und da bin ich tot. Nein? Ah! Okay. Mir tun meine Kunais nicht weh. Scheiße, was tue ich denn jetzt?
Okay. Das überfordert mich. Oh Gott, Hilfe. Hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Es war so klar, dass hier oben einer ist. Es war so verdammt klar. Ich hoffe, da oben ist keiner. Nicht, dass sie von mir jetzt wollen, dass ich den Walljump so irgendwann mal perfekt beherrsche oder sowas. Das wäre echt uncool. Und ich... Oh Gott. Bitte. Huch. Dieser wackelnde Bildschirm. Habe ich es geschafft? Hallo? Target? Ah, sein Kopf ist das Target. Das heißt aber auch allerdings, dass ich ein Kimono verpasst habe. Sehe ich auch irgendwo, wo der, wie viel Leben der hat? Ach, da unten rechts. Okay, unten generell. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Okay, der Boss ist jetzt einfach, aber wo ist dann der letzte Kimono? Vielleicht kommt er noch, ich hoffe es. Warum verfolgt mich eigentlich so ein fetter Hörnertyp? Ich meine, was habe ich ihm getan? Waren es irgendwie seine Schergen, die ich hier die ganze Zeit am Abschnatzeln bin oder sowas? Ich weiß es nicht. Spiel, gib mir Erklärung. Warum tust du das? Please. Warum habe ich keine Special-Attacke? He's no longer jumping. Beat the evil jumping Uniboss, okay? Hey, hey, hey. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Da verschlucke ich mich mal direkt. Aber leider haben wir nicht alle Kimonos. Damn it. Das heißt also echt, irgendwo mit diesem Walljump, da oben muss der dann sein. Oh, mal einen Schluck getrunken hier, ey. Okay, also alle drei sind immer eine Sache. Okay, das kriege ich hin. Ich will jetzt aber auch noch den letzten Kimono haben. Wenn ich sowas schon habe, so dass man drei Kimonos finden muss, dann möchte ich das auch bitte gerne finden. So. Ja, ich weiß, run. Warum auch immer der mich hasst. Egal, lauf! Muss ich jetzt die anderen auch noch mal einsammeln? Ich glaube nicht, oder? Nee, die sind noch eingesammelt, sehr schön. So, hier oben war auch einer, da waren wir aber. So, hier jetzt mal, zack. Ha, töte mich mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist da oben. Wenn es jetzt natürlich nicht da oben ist, ist scheiße. Ja, hör auf mir rumzutrampeln, Junge, ey. Ist ja okay. Ich hasse sowas, wo man von hinten Zeitdruck hat, ey. Da habe ich lieber solche Self-Scrolling-Level. Da hat man eigentlich ja immer genug Zeit, alles zu gucken. Aber hier bist du ja echt jetzt nur noch am Abhauen und dann versuchen, nicht zu verrecken. Und dann, ach nee, egal. Versuchen wir es nochmal. Weil der Walljump hier, ich war ja noch nie ein Walljump-Meister, ne? Aber der ist echt ein bisschen kacke. Okay, ich hab den dritten. Das heißt, über ihn springen. Ah, das war ja ein toller Sprung. Oh, jetzt ist er aber ganz schön knapp an mir. Dran! Ah. Ich bin gerade ein bisschen lahm, kann das sein? Er fällt einfach in den Abgrund, ist klar. Und auf einmal erscheint er hier wieder, ne? Weil obvious und so, ne? Okay, ja, ja, ich hab's verstanden. Ich muss den jetzt wahrscheinlich nur nochmal besiegen, damit auch mein Kimono zählt. Das sollte aber machbar sein, würde ich mal behaupten. So, hat schon fast die Hälfte. Das geht rucki-zucki. Wird der schneller oder kommt mir das nur so vor? Ich meine, hey, es stört mich ja nicht, wenn der schneller werden möchte, aber sollte man mir dann nicht vielleicht auch mal ein Level-Up vor allen Dingen? Power-Ups geben? Was auch immer. Ich bin glücklich, dass dieser Boss noch einfach ist, aber... Autsch. Gleichermaßen habe ich auch die Befürchtung...
dass es nicht so bleiben wird. Warum habe ich jetzt auf einmal solche Probleme mit ihnen? Er ist echt schneller geworden, hundertprozentig. Puh, geschafft. Sehr schön. So, dann gehen wir mal wieder durch und haben diesmal auch das Level komplett beendet mit allen Kimonos. Juhu! Oh, sehr schön. Ach, sehr, sehr schön, da bin ich glücklich. Mann, das war jetzt aber... Puh! Okay, wir haben alles gefunden, also was soll's. So, das haben wir fertig. Und ich würde sagen, das war's dann für diesen ersten Part, wie es... Das Spiel wird wohl nicht arg so viele Parts haben. Das Projekt wird zwar nicht arg so viele Parts haben, aber ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen. Wenn ich mir hier so ansehe, Lava und sowas, ne? Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's von mir. Mit dem neuen Projekt von mir, Akane the Konoichi. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Adios und bye bye!